Leute, in Season 16 bekommen wir 4 Collection Events. In der Theorie wären das 4 Erbstücke. Ich möchte jetzt nochmal anreißen, das Video von gestern, wer es noch nicht gesehen hat, da ging es um das zweite Octane-Erbstück, ein Gameplay zum zweiten Octane-Erbstück. Wer es noch nicht gesehen hat, wie gesagt, guckt euch vielleicht vorher das Video an. Dort teaser ich das jetzige Video. Ganz wichtig, und warum ich jetzt bekräftigen will, warum wir davon ausgehen können, dass vielleicht die ein oder andere Legende ein zweites Erbstück bekommt. Und dann rede ich hier nicht von einem Recolor von einem Erbstück, wie es bei Wraith in Season 16 wahrscheinlich kommen soll, sondern zieht euch einfach Folgendes rein. EA hat es geteasert, wir bekommen in Season 16 4 Collection Events. Der ein oder andere wird natürlich jetzt feststellen, Mensch, wir bekommen ja zum Start gleich das Anniversary Event, da bekommen wir die ersten Erbstücksplitter. Ist schon mal kein Erbstück. Hier, das ist gleich ganz oben, Team Deathmatch Anniversary Collection Event. Hier bekommen wir die Erbstücksplitter. Wenn wir jetzt aber ganz rechts uns das reinziehen, das Imperial Guard Collection Event, Sun Squad Collection Event und das Veiled Collection Event. Leute, das sind einfach insgesamt 4 Collection Events. Das heißt, wir bekommen einmal Erbstück Splitter zum Start. Wenn das vorbei ist, bekommen wir wahrscheinlich einen Prestige-Skin für irgendeine Legende. Und dann bleiben aber noch 2 Erbstücke offen. Das Ash-Erbstück ist ganz hoch im Kurs für Season 16. Also kann es sein, dass wir aber noch ein viertes anderes Erbstück bekommen. Es kann natürlich auch das Recolor von Wraith sein. Das ist auch noch nicht hundertprozentig durch. Aber wenn sie diese, ich sag mal, mir fehlt jetzt das passende Wort, wenn die jetzt, ich sag mal, diese Schlagzahl an Collection Events in jeder Season fortführen, quasi in Season 17, 18, 19 und so weiter, auch immer 4 Collection Events, dann sind wir dann doch schneller durch mit den gesamten Legenden und ihren Erbstücken, dass man eben vermuten könnte, dass die ein oder andere Legende, die in der mobilen Version schon geleakte Erbstücke hatte, die vielleicht noch nicht draußen sind, auch in der Vollversion kommen, so wie es mit Octane zum Beispiel der Fall war. Das ist nur eine Theorie von mir, aber ich würde es gar nicht so schlecht finden. Ich hätte tatsächlich für die ein oder andere Legende lieber ein zweites Erbstück als irgendein dämliches Recolor, muss man einfach mal so sagen, weil in Season 16 soll tatsächlich für das Kunai von Wraith ein Recolor kommen, und das ist, sind wir wieder bei einer Geschichte, wo ich mir sage, wir ballern wieder 160 theoretisch raus, 160 Euro für ein Erbstück, was es schon gibt. Das ist einfach nur in einer anderen Farbe. Müssen wir mal sehen, ob es tatsächlich so kommt. Wir hatten das Thema jetzt mit dem Peacekeeper Skin. Im Endeffekt ist das nichts anderes, und diesen Fehler will ja Respawn nicht wieder begehen, und im Endeffekt wäre es mit dem Kunai eigentlich genau das gleiche. Aber der ein oder andere von euch hat schon sehr, sehr gut darunter kommentiert, ich habe lieber einen richtig, richtig geilen Waffenskin, auch wenn der dann in der Wertigkeit vielleicht nicht ganz so krass ist wie ein Erbstück, aber als das in einem Collection-Event ein Erbstück kommt für eine Legende, die du sowieso nie anrührst, ist schon auf jeden Fall ein Argument, bin ich völlig dabei. Aber hey, dann wählt man nicht die Peacekeeper, sorry, und schon gar nicht diesen Skin. Egal. Das ist nur meine persönliche Meinung. Jetzt bin ich auf jeden Fall auf eure gespannt. Sorry für den Wortfasching. Heute ist echt dramatisch. Leute, ich bin raus. Besser so für mich. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Macht's gut. Ciao.